Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017, weiterhin hier mit Jan. Nein. Nein, doch. A. B. B. E, F, G. Wo, Z? H, I, J, K, L, M, N, O, P. X. Y. X. A. X. A. X. A. X. B. X. Doppel D! Oh, Titten! Klein. Oh. Dolor. Minus war das, ja. Dolor. Und das haben wir. Alter, geht mein Junior gestern in die Schule, so. Gestern erster Schultag ja wieder gewesen, Jan, ne? Haben wir ja ein paar Leute verprügelt. Geht in den ersten Schultag da rein, kommt gestern nach Hause und sagt gleich: Ja, wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch frei. Was? Nächste Woche. Ja, aber was ist Dienstag überhaupt? Das ist irgendwie Feiertag, oder? Ja, Dienstag ist Feiertag. Montag haben sie beweglichen Ferientag. Dienstag ist Feiertag. Mittwoch machen die Lehrer einen Ausflug. Also Fortbildung haben sie da, weißt du? Genau. Montag ist so ein ekliger Brückentag. Aber schon übel, weißt du? Gerade 2 Wochen Urlaub, 1 Woche Schule, 3 Tage frei. Und du musst ja rechnen, Samstag, Sonntag. Kannst ja in dem Sinne dazugehen, erstmal 5 Tage wieder frei. Ja, erstmal wieder eine Woche. Ja, erstmal wieder eine Woche chillen. Ey, ich hab nur gesagt, weißt du, wenn ich so arbeiten würde wie der Schild. Junge, 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 Junge. Nein, so negativ darf man das ja in dem Sinne jetzt auch nicht sehen, aber was ich nachher dämlich finde, ist wieder, sie werden nachher den Kindern das wieder alles reinprügeln. Ja. Ja, weil der Stoff dann wieder fehlt. Ist dann ja auch nicht richtig, ne? In so. Dem Sinne. So, wann ist das fertig hier, das Feld, du, ey? Ladung aufklatschen, du, ey. Ja, musst du gucken, wenn es wieder hell ist. Ja. Der Boden. Also man muss den Boden in dem Sinne einfach wieder nur dunkel halten, so wie es in LS15 in dem Sinne aufwand, nur dass du öfters arbeiten musst jetzt für den Boden. Was ich keinen Nachteil ersehe drinne. Für spielerische. Ja. Meinst du, du bist mit... Also, klar, für den Anfang muss man sagen, ist das im Multiplayer immer ein bisschen mühselig. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Aber ich kann mir nachher gut vorstellen, Jan, wenn wir 5, 6 Felder haben, ja, 6 denke ich mal, wird es schon eng. Oh. Mit der Arbeit. Also ich gehe davon aus, dass wir zwischendurch die Zeit auf einfach stellen werden, weil wir nicht mehr hinterherkommen. Wenn ich mal, du hast 300.000 irgendwo im Lager und du willst die Scheiße wegkarren. Ja, dann kannst du die Zeit langsam stellen, weil du die ganze Scheiße auch noch wieder hier bearbeiten musst, das Feld. Mega geil. Mal gespannt, wann das erste Angebot kommt. Ja, ob das richtig im Multiplayer funktioniert, ne? Das muss man jetzt auch mal sagen. Ist sowieso jetzt die letzte Folge, die wir aufnehmen. Dann muss ich erstmal die Videos bearbeiten für heute. Nein, doch. Und Jan will ja Heier machen. Glaube ich gut, da ich mit Kabi hier die Folge von Walking Dead. Oh, voll der Dreck. Ich habe gestern 5 Minuten bei meiner Frau mit auf dem Sofa gesessen, dann bin ich ganz schnell wieder arbeiten gegangen. Absolut so ein Schwachsinn, Alter. Aber egal. Wo dieser eine Typ da alle umgebracht. Neue Bugatti. So ein Bullshit, Alter. Ich mag die Serie gar nicht. Für mich ist das so ein Schwachsinn. Ja, die eh schon geguckt. Oder wie der sich vorhin alleine angehört hat. Kabi, der hat Urlaub, der hat sich die schon reingezogen. Der hat sich vorhin Kaffee gemacht und Brot und hat sich vor den Rechner gesetzt, hat sich die Folge reingezogen und ist dann jetzt wahrscheinlich eine rauchen und guckt, geht gleich Battlefield spielen. Wichser. Wichser. Du halt alleine. Oh, kein Problem, ne? Ich bin auch gar nicht traurig. Junge, hast du voll Angst vor, gib doch zu.
Ja, bei 7 Days vielleicht, wenn ich da alleine spielen muss. Ja, davor habe ich auch keine Angst, aber alleine 7 Days zu spielen ist beschissen. Ja. Aber ein bisschen mehr Kacke in der Hose. Ja. Bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen mehr vielleicht auch. Okay, ein bisschen viel. Kannst du jetzt schon die nächste Stufe draufklatschen? Glaube nicht, ne? Musst du nur gucken, ob der Fußboden hell ist. Der Fußboden, die Erde. Gott, Kevin. Ich mach Umleuchter an, finde ich schön. Nein, doch, ah. Diese verschiedenen Geräusche, wenn du durch ein, durch ob du auf dem Schotterweg fährst oder im Gras, das ist schon geil. Schon cool, ja. Upsala. Aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Aus Versehen? Jo. Was soll man wieder Finger sortieren? Jo. Es zieht sich aber ganz schön hin hier mit dem Ding. Gibt's, wie groß ist denn der größte von denen? Der ist jetzt 12 Meter. Das ist aber schon was. Der andere ist nur 9 Meter. Aber mit dem Schriegel entfernst du Unkraut die Felder mit jüngsten Getreidepflanzen und verbessert so die Feldzustand. Das kannst du nur während der ersten Wachstumsphase der Pflanzen nutzen. Keine Ahnung. Warum der 87.000 kostet und der andere... Kannst du irgendwas mit auffüllen, glaube ich. Du kannst noch düngen. Oder säen. Ja. Keine Ahnung. Sieht aus, als wenn du damit gleich nochmal Dünger draufklatschen kannst, um gleich Stufe 2 oder 3 gleich zu erreichen. Ein Arbeitsweg vielleicht ersparen dir. Ja. Ah, dann müssen wir uns nochmal ein bisschen schlau machen, Jan, würde ich mal sagen, ne? Mit welchem Schriegler hast du denn gearbeitet? In dem, Den du jetzt hast. Okay. Der neueste Bugatti. Ja, aber was dämmig ist, du kannst nur striegeln, wenn du wirklich in der ersten Wachstumsphase ist. Ja. Wenn du das verpennst, kriegst du nur noch 60% von dem Feld runter. Eieieiei. Ja, in dem Sinne ja nicht, ne? Immer noch der 90% halt mal. Gibt ja mehrere Stufen. Wenn nicht nur drei Wachstumsstufen. Nein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dreimal Dünger draufhauen darfst, Jan. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass du nur zweimal düngen darfst und einmal dieses Striegeln. Wenn es nicht so wäre, wäre natürlich auch toll, weil dann kannst du dir das Striegeln von einer Seite auch von der Backe wichsen, weißt du? Kannst du sagen, scheißegal. Aber jetzt so von dem Prinzip, wenn sie es richtig schwer machen würden, dann würden sie das so einführen. Dann könntest du zweimal düngen in dem Sinne, ne? Und einmal striegeln wären 90%. Wenn du das Striegeln einmal vergisst, hast du nur 60%. Wäre natürlich schon ärgerlich, ne? Also muss man jetzt ja auch mal sagen. Ist auf jeden Fall schon cool. Also ich mag das, mir gefällt das. Man muss nur sich komplett umstellen, weil es noch kein LS-Teil gab, wo du sowas hattest. Ja. Und wir müssen auch ganz ehrlich zugeben, wir haben das immer ignoriert als Mod. Ne? Muss man ja sagen. Da musstest du ja erstmal hier irgendwie diese Fruchtsorte da drauf klatschen und dann hier was drauf klatschen, ne? Dies wieder da drauf klatschen und da hatten wir keinen Bock drauf. Aber jetzt fürs jetzt das Prinzip hier gefällt mir eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Und wenn alles drauf ist, der ganze Dünger und du hast Stufe 9, also 90% haben wir erreicht, dann kann man auch die Zeit wieder schnell stellen. Finde ich schon cool. Der neue Bugatti. Neue Opel Astra. Ihhh.
Ich hasse Opel, Alter. Das ist kein Mensch vorstellen. Voll cool, Alter, Opel. Was? Jeder Popel fährt einen Opel. Ich mag die Autos nicht. Weil Scheiße. Wo die nicht. Wo die 24-Stunden-Service-Paket, weißt du, wo die nicht. Wo die nicht schlecht aussehen. Das will ich überhaupt gar nicht sagen. Aber. Wie ist das Auto hier, diese Nee, man muss einfach mal dieses nehmen. Unten in Dortmund, überall werden die. Opelraner, sagt man ja zu denen, die wirklich im Opel-Werk gearbeitet haben, gekündigt ohne Ende. Weil sie angeblich keine Arbeit haben. Und wir Deutschen sollen jetzt Opel kaufen, oder was? Nee, mit Sicherheit nicht. Leckt mich am Arsch, Alter. Ihr seid wie Nokia. Ja? Nö. Kein Stück. Es geht gar nicht alleine darum, dass Opel i, Opel hier, Opel... klar gibt es da welche von, die Opel scheiße finden, aber ich muss ganz einfach sagen, wenn du unsere deutschen Mitarbeiter kündigst, dann kriegst du auch von mir kein Geld für ein Auto. Ganz einfach. Guckt euch Nokia an. Wer ist heute noch Nokia? Heute gibt es kein Nokia mehr. Heute ist es Microsoft. Ne? Und war mal... Kommt ja bald wieder ein neues Handy, ne? Und war weltgrößter Handyhersteller, ne? Wir haben alle Nokia gehabt. Jeder Jugendliche hat Nokia besessen. Oder Siemens. Es hat keiner ein anderes Handy genommen. Motorola war noch mal so einer damit bei. Aber hauptsächlich war alles Nokia. Und ja. Die haben halt die Arschkarte, auf Deutsch gesagt, Andi. Ultra. Und so ist es in dem Sinne ja auch richtig. Wenn du unsere Mitarbeiter kündigst, dann leckt mich am Arsch. Ganz einfach. So, ich bin fertig. Was soll ich jetzt mit diesem Ding machen? Kann man das jetzt irgendwie... Jetzt müssen wir uns gleich mal schauen, wie wir das Ding loswerden, ne? Ich verschwinde das von alleine. Guck mal, ich jetzt ja geklaut. Hast du mal deine Umleuchte angemacht? Das sieht man jetzt richtig im Gebäude, ne? Bei mir sie- ja, hier, steig mal in meinen Trecker. Mal selber runter. Mein neuen Bugatti. Jetzt muss ich erst mal gucken. Geräte. Ist das Teil jetzt hier drinnen bei der Gerätelei? Nein. Muss ich das Teil zurückbringen? Weiß ich nicht. Sieht geil aus, ne? Sieht aus gar nicht. Echt nicht? Dann hast du das nicht in deiner Option. Doch, habe ich. Nein. Hast du das nicht auf echt gestellt? Man kann Umleuchten auf echt stellen. Siehst du es jetzt? So. Dann würde ich mal gucken, dass du das auf echt stellst. Gerade. Weil ich sehe das nämlich jetzt zum Beispiel bei dir auch. Dass das unterm Himmel richtig sich dreht und alles sieht total geil aus. So, ich will mal ganz kurz zum Shop fahren und gucken, ob ich das Teil verkaufen muss. Also wieder wegbringen kann in dem Sinne, ne? Weil in dem Sinne würden wir uns dann ja auch Geld sparen, wenn wir den jetzt wieder wegbringen, ne? Nee, wir haben den ja für einen Tag gekauft, ne? Weiß ich nicht, ob man den jetzt für mehrere Tage benutzen kann. Ich bring den jetzt mal weg. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn wir es nicht ausprobieren, wissen wir es auch nicht, ne? Ja. Immer Licht anmachen hier. 5 drücken. So. Schön ist euch. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Sagt die Biene zum Stachelschwein. Kommst auch du. Du. Oh, ich war schon wieder falsch rum umdrehen. Da, 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 da. Ich fahre so schnell wie ein Gott. Denn ich bin ja dieser Gott, mein Mann. Gott, Gott, Gott. Gott, Gott, Gott. Ja. Wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen. Tschüss.